Bevor es zum Rennen geht, nochmal ganz kurz auf die Fahrer-WM gelunzt. 4 Punkte Abstand zwischen uns und Hamilton. Und bei den Konstrukteuren sind wir auf der sicheren Seite. Und damit hallo und willkommen zurück bei F1 2019. Das Rennen, das letzte Rennen der Saison aus Abu Dhabi. Hamilton hat das Qualifying beendet, insofern hat er 30 Zähler. 30 Zähler, hatte vorher 28. Ah nee, die schnellste Rennrunde, die gescriptete war ja. Die war langsamer. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Und dass die jetzt noch dazwischen funken könnte, offenbar hat sie es nicht getan. Also in Q3 war Hamilton nicht mehr dabei und in Q1, da hat er nochmal eine gescriptete schnellere Zeit hingelegt, aber nicht so schnell wie wir in Q3 offenbar. Und ein Punkt vom Hülkenberg. Gut. ...1008, fast Punktlandung. Die Rosinen und die Orangen mögen uns nicht. Nur so okay, was. Das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Gut vorbereitet und Emma sagt nix. Na gut, wir wissen über die Punkteabstände Bescheid. 4 Zähler, Puffer zu Hamilton. Ich hoffe auf ein tolles Duell. Mit und gegen ihn. Willkommen auf dem Yas Island Circuit, dem Schlusspunkt einer weiteren spannenden Saison der Formel 1. Wir lassen dieses atemberaubende Jahr auf einer Strecke ausklingen, die in ihrer kurzen Geschichte schon viel Ruhm und Kummer gesehen hat. Es ist Zeit, die Saison mit Stil abzuschließen. Es ist Zeit für den Abu Dhabi Grand Prix. Die Fahrer werden heute auf dem Yas Island Circuit von 21 Kurven und einer runden Länge von 5,4 Kilometern erwartet. Es gibt ein paar Überholmöglichkeiten, darunter 2 lange Geraden und DRS-Zonen vor den Kurven 8 und 11. Wir werden uns also auf knappe Abstände, viel Geschwindigkeit und vor allem viel Spannung freuen dürfen. Dank an Stefan Römer, den ich erneut an meiner Seite für den Grand Prix begrüßen darf. Reden wir einmal als erstes über Lukas Weber. Sie hatten ein großartiges Gesamtpaket und ein noch besseres Jahr und sie gehen dieses Grand Prix-Wochenende als verdienter Champion an. Da muss ich dir beipflichten. Diese Saison war ziemlich beeindruckend. Aber Champion oder nicht? Ich denke nicht, dass sie das Rennen heute ganz gemächlich zu Ende bringen. Ganz im Gegenteil. Da es nicht mehr länger um Punkte geht, muss nichts mehr riskiert werden. Daher glaube ich, dass wir uns sogar auf ein aggressiveres Verhalten einstellen können. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Dank einer fantastischen Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Im Rest der Startaufstellung haben wir Butler, Vettel, Lukas Weber und Magnus. Der Eismann, Hülkenberg, Gasly, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Lewis Hamilton. Raikkonen, Sainz Jr., Daniel Ricciardo und Bottas. Russell, Giovinazzi, Alexander Albon und Robert Kubica. Quert und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Das ist das letzte Rennen der Saison. Leg los und genieß es. Das habe ich vor, Jeff. Das wollen wir machen. Was? Die wollen uns zweimal drin sehen. Gut, die Reifenabnutzung war schon ziemlich hoch, aber ich tendiere wieder zu einem Einstopprennen. Der Reifenabnutzungsfaktor lag bei 0,99, deswegen hier 2 Stops. Wir starten mit den Roten. Wir müssen mit den Roten starten. Gehen auf die Gelben und dann ist Feierabend. Dann muss ich das nach dem ersten Stop noch umstellen. Außer... wir stellen so ein, dass wir am Ende nochmal auf den Roten fahren, aber wir fahren am Ende gar nicht auf den Roten. Ha! Meinetwegen könnte da hinten nochmal die Gelben stehen. Wobei, wenn wir einen Fehler machen, dann können wir nochmal auf die... je nachdem, wann der Fehler ist, vielleicht trotzdem auf die Gelben. Ich stelle das so ein. Einfach, damit ich nicht zwingend dann... im Rennen noch die Reifenstrategie ändern muss. Wenn wir von Rot auf Rot gehen, dann müssen wir nochmal rein. Weil Regeln.
Trocken soll es sein, wir starten auf roten, gehen auf die gelben, ein Stop Feierabend, da ist es geplant, mal gucken, ob es aufgeht. Und ja, Sprit bleibt so. Das letzte Rennen der Saison. Ich hoffe, wir haben ein tolles Rennen. Und danach schauen wir mal, wo es in der nächsten Saison hingehen kann. Platztechnisch aber. Erstmal das hier. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Okay, wie war das Losfahren? Du wirst beim Start etwas mehr Grip haben. Aber jetzt müssen wir die Reifen ordentlich aufwärmen. Vergiss nicht, auch die Bremsen aufzuwärmen. Wie er das sagt, in was für einer Tonlage. Na, wie war das Losfahren? Nee, so nicht, aber... halt in einer besonderen Tonlage. Heute fahren wir gegen Bottas und gegen Hamilton. Gegen wen fahre ich? Das sind unsere heutigen Konkurrenten, Bottas und Hamilton. Rennstrategie. 6 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Nee, wir müssen bis Runde 11-12 fahren. Das haben wir auch in den letzten 2 Saisons so gemacht. Und dann sind wir auf die gelben und dann nach Hause. Gucken, ob wir heute ziemlich alleine dastehen mit einem 1-Stop-Rennen. Vielleicht kommen wir auch gar nicht hin mit dem 1-Stop. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Hinter uns der Nico, vor uns der Magnussen. Reifentemperaturen gefallen mir. Die würde ich ganz gerne gerade genauso einfrieren. Das wäre es mal, wenn ich alle 4 Reifen auf 90 Grad bekommen würde. Hinten passt schon nicht mehr. Vorderreifen ganz schön warm. Lass die mal noch alle einen Hauch abkühlen. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Okay, alles klar, Jeff. Wir stehen wieder so schief. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Start. Aufstellung. Läuft doch. Okay, das ist ein guter Beginn. Weiter so. Auch wenn unser Windschatten gerade minimal ist, ich glaube, unser Rückstand im zweiten Sektor kommt nicht von ungefähr. Die fahren weniger Abtrieb und deswegen sollten wir dann auch einen kleinen Vorteil im ersten Sektor haben. So wie wir ihn bisher auch hatten. Insofern brauchen wir jemanden vor uns, der keinen, der erst einen Windschatten hat. Erst dann kann man drüber nachdenken, ihn zu überholen. Strom ist voll. Ja, das war schon gar nicht mehr Vollgas.
Aber mit einem schweren Auto ist das auch ziemlich schwierig an der Stelle. So, bin jetzt wieder auf MFA-Kurs. Der Mercedes, der Scepter, der lässt schon schleifen nach vorne. Hoffentlich schaltet es nicht Hamilton aus. Fahrer vor mir. Magnussen liegt vor dir. Sie fahren mit 9 Weichen. 2 Stops. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,42,3. Kubica ausgeschieden. Der starke Lukas hinter uns. Fahrer hinter mir. Weber hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit 9 Weichenreifen. Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Noch 2. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 43,9. So, jetzt hätte ich ganz gerne Delta-Zeit, bitte. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Haben wir noch DRS? Wäre wichtig gegen Lukas. Ich denke mal gerade so noch, ja. Nein. Ah, der ist noch weit mit hinten und Hamilton greift ihn gleich an. Sepp wird jetzt durchgereicht. Hoffentlich dürfen wir ihn auch durchreichen. Der ist nah dran. Wird's aber nicht schaffen. Ey! Rammelt er uns an. Status Konkurrent. Noch 2 Stops. Der Abstand beträgt 1,0 Sekunden. Sie fahren mit 9 Weichenreifen. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen. 2. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,39,0. Gucken, ob und wann Jeff uns nochmal eine Strategieänderung vorschlägt. Auf 1 Stop. Ich muss da ran, ich brauche DRS. Der Lukas ist verdammt schnell, zu schnell für meinen Geschmack. Ob seine Nase noch intakt ist? Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Das hole ich nicht mehr auf bis zum DRS-Messpunkt. Du verlierst ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter Gas. Lukas ist weit weg. Keine Ahnung, ob der Nasenschaden bekommen hat. Der Butler hat ja für Russland auch keinen Nasenschaden bekommen. Hamilton hinter uns. Mit DRS kann Sepp nochmal angreifen. Ah! Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Und der 7 ist zu früh für 1 Stop. Sag ich jetzt einfach mal so als Fahrer. Ups, das mache ich nicht. Eine erste Verwarnung bekommen. Okay. Hamilton hinter uns. Stark. Aber vielleicht hat der Lukas ja einen Nasenschaden davon getragen. Nichtsdestotrotz. Und auch nicht nichtsdestoweniger. Der Teamkollege ist hinter uns. Ich würde den Sepp ganz gerne auf der Strecke bekommen. Fahrer vor mir. Vettel vor dir. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Nee, ehrlich. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 39,6. Vorsicht, Randstein. Gute Arbeit.
Den darf ich da nicht zu sehr mitnehmen. Wird wieder kein DS geben. Also in Runde 7 kommen wir nicht rein. Wieder so Runde 10, 11, 12, vielleicht 13. Mal gucken, so in den Dreh eher. Fahrer hinter mir. Das ist Lewis hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,4 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stopps machen. Ach, 2. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,39,4. Na, wenn sogar Jeff jetzt auf den Trichter von einem Stopp kommt. Wir machen es so. Vielleicht enden wir es nächstes Jahr. Heute fahren wir am Limit ohne Probleme und dann gucken wir mal, wie wir mit dem 1-Stop-Rennen mit dem HS hinkommen. Ein Stop sparen klingt ja erstmal gut. An den Sepp nicht rankommen klingt nicht so gut. Aber ich muss mich da nur einfach mehr reinhängen. Dann können wir da ranfahren. Das liegt gerade eher an mir. Okay, du bist pro Runde ein paar Zehntel langsamer als der Wagen vor dir. Er zieht davon. Ja, leider. So, hier Gas rausnehmen. Und vor allem keinen Randstein mitnehmen. Riesenlücke hinter dem Hamilton. Der Lukas hat einen Nasenschaden, da bin ich mir ganz sicher. Aber selbst schuld. Upsa, zu weit rausgekommen. Wir können jetzt angreifen. Versucht auch. Okay. Da habe ich mein teaminternes Duell. Aber er fährt eine andere Strategie. 2 Stops. Ob das schneller ist, werden wir sehen. Lukas hinter uns. Jeff, wie sieht's denn aus? Guck mal auf die TV-Bilder. Hat er eine kaputte Nase? Fahrer hinter mir. Weber liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 4,5 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 40,8. Es wird von Runde zu Runde schmieriger da oben im ersten Sektor, weil die Reifen schlechter werden. Das kann auch das leichter werdende Auto nicht wettmachen. Wird kein Angriff zu weit weg. Auf der zweiten Geraden sind wir etwas schwächer. Oh. Sag zumindest mal Hallo. Da geben wir dem Lukas noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, wenn er zeitlich näher rankommt. Einfach noch näher ran, dann wird das eindeutiger hier mit dem Vorbeifahren. Da steche ich jetzt nicht rein. Nee, ich komme nicht rein. Hamilton kommt nächste Runde rein. Wir kommen unter 19, 11, 12, so in dem Dreh. Jetzt mal diese Runde kommt Hamilton rein. Puh, schwierig hier oben.
Je älter die Reifen werden, umso schwieriger. Oh. Das wird womöglich wieder nichts. Ne, zu weit weg. Weiter weg als letzte Runde. Kampflinie fährt er trotzdem. Er will da einfach nicht gestochen werden. Jetzt können wir angreifen. Na, genug dran. Jetzt schnell noch 5 Sekunden rausfahren. Vor seinem Stop. Der Sepp ist nicht weit weg von uns. Der fährt auch noch länger. Also so ähnlich wie wir in etwa. Weil er ein 1-Stop-Rennen fährt. So, was macht der Teamkollege Big da ab? Wirkt nicht so. Aber 2 Stops will er trotzdem fahren. So, Achtung hier oben. Und auf jeden Fall Finger weg von den Randsteinen. Ja, da war ich wieder mit dem linken Hinterrad auf dem Randstein. Jetzt wieder angreifen können. Ist noch zu weit weg, dann vielleicht nächste Gerade. Ja, zu weit innen, Mist. Okay, wir bleiben vorne. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Nein, Jeff, wir kommen jetzt nicht rein. Ja, Strom wird heute absolut kein Thema werden. Aber ich merke, wie die Reifen von Runde zu Runde mehr rumrutschen. So schlimm warm sind sie, glaube ich, noch nicht. So mit knapp 100 Grad Celsius. Sepp bleibt draußen und der Herr Teamkollege bleibt auch noch nicht draußen. Lewis ist in die Boxengasse abgebogen. Lewis an der Box. Okay, jetzt heißt es Gas geben gegen den Herrn Teamkollegen. Der wird jetzt Zeit gut machen, weil er sich frische Reifen holt. Muss aber eben auch Zeit rausfahren, weil er einen Stop mehr fährt als wir. Der Sepp, der auch auf dem 1-Stop-Rennen aus ist, der ist gerade sehr interessant als Gegner. Aber wir sind nur knapp hinter ihm, so 2,5 Sekunden vielleicht. .045 Sprit über. Verstappen, der schon gestoppt auf den gelben hinter uns. Fahrer hinter mir. Verstappen liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 3,9 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Ein Stopp noch. Die Zeit lag bei 1,55,2. Wenn er rankommen sollte, sollten wir ihn nicht einfach so ziehen lassen. Gucken wir einfach mal heute mit einem super sauberen Rennen, ob wir in der nächsten Saison auch wieder die gleiche Strategie fahren wie heute. Ein Stop-Rennen. Oh, ich muss echt aufpassen, vor allem im ersten Sektor, die Reifen werden immer schlechter. Der Abstand zum Auto vor dir, das merkt man deutlich. 2,4 Sekunden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 19,7 Sekunden. Klingt aber nicht viel. Naja, Undercut halt.
Gott, ich gebe noch nicht mal Vollgas und der Wagen kommt schon rum. Verstappen kommt jetzt vorbei, oder? Er geduldet sich, okay? Aber ob das so schlau war? Denn er bleibt hinter uns. Und der Elf. Hier kommt diese Runde rein. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Vielleicht kommen wir sogar näher an den Vettel ran, außer er kommt jetzt selbst rein. Er bleibt noch draußen. Geht bestimmt auf die Gelben. Wir gehen auf die Gelben. Nicht auf die Weißen, das wollte ich nochmal kontrollieren. Deutlich vorbei, das war zu erwarten. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Nein. Jeff, warum auf einmal? Oh, da kommt eine Gruppe. Mit einer Runde später wären wir vielleicht drin gewesen in der Gruppe. Wer weiß, wer weiß. So, die Reifen müssen jetzt halten. Und vielleicht näher an den Sepp kommen. Doch können wir, Jeff, nur 37 über. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Na, warum jetzt schon der Dritte? Ich döf. Döf. Die Reifen sind auf jeden Fall schneller als die alten roten. Jetzt schon bei 17,7 Delta-Zeit. Der Sepp kommt da vorne raus und sehr wahrscheinlich vor uns. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,8 Sekunden. Ein Hauch näher rangekommen vielleicht. Mein Gefühl sagt mir, ein Hauch näher rangekommen. Wagen kam rum. Boah, 7/10 Vorsprung auf der eigenen Bestzeit. Auch gelbe Reifen beim Sepp. Fahrer hinter mir. Hülkenberg liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 3,1 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 39,3. Muss aufpassen hier bei diesem Randstein. Zwecksverwarnung. Das war gerade wieder grenzwertig. Nur noch 3,5 Zehntel Vorsprung auf der eigenen Bestzeit. Oh, im Dritten geblieben. Ein paar Informationen zu Sainz. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Dem
Sepp komme auch weiterhin leicht näher. Jetzt mit innen. Wir haben jede Menge Energie. Setze Überholen ein und dann los. Reicht das für das? Könnte reichen. Windschatten haben wir auf jeden Fall und den Arsch offen. Gibt noch keinen Angriff, aber wir kommen näher ran. Wird auch kein Angriff zu weit weg. So, ranhalten für die erste DS gerade. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Quatschkopf. Vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um etwa eine Sekunde pro Runde. Den schnappen wir uns. Jetzt nicht kontern lassen, das wäre schön. Gut gemacht, super überholt. Gut. Jetzt aber wegfahren. Fahrer vor mir. Gasly vor dir. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,38,2. Du holst pro Runde 7 Zehntel raus. Die gelben Reifen sind gerade super duper. Müssen aber auch noch lange halten. Okay, Abstand zum Teamkollegen 4,1 Sekunden. Der muss noch einen Stop rausfahren. Also nicht mehr ganz, weil er ist ja schon 4 Sekunden vorne. Aber der muss noch mehr Gas geben. Schnappt sich vielleicht am Ende nochmal die Roten. Huhuhu, scheiße. Jetzt ist der Sepp wieder nah dran. Könnte schon zu nah sein für diese Gerade. Vorsicht wegen der Nase, deswegen ziehe ich lieber zurück. Manometer. Soll es besser sein hier hinten und dann gleich wieder vorne in der nächsten Runde.
Den Sepp aus dem DS-Fenster rauszubekommen wäre Gold wert. Das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,0 Sekunden. Jetzt greift er nicht an, zu weit weg. Der muss jetzt aber auch aus dem Fenster raus, stetig. Von Runde zu Runde. Zu weit hinten, kein Angriff, wir müssen aber den Boden gut machen. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen. Ach, Jeff. Gasly schnappt sich gleich den Hamilton. Der ist nah dran. Mir ist nicht gut angefahren. Ja, so komme ich gerade nicht weg vom Sepp. Da beginnen die nächsten und letzten Stops. Verstappen führt das Rennen an. Mist, wer denn? Angreifen wird er nicht. Hamilton vor uns. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,7 Sekunden. Über eine Sekunde langsamer als die eigene Bestzeit. Viel mehr bekomme ich aber gerade nicht raus aus den Dingern. Mal wieder. Lewis fährt jetzt an die Box. Lewis an der Box. Fühlen sich praktisch jetzt mittlerweile wieder so an wie die roten. Dabei sollten sie doch länger halten. Temperatur geht auch noch. Start aus dem Kollege, Entschuldigung, Jeff. Unser Abstand zum Team muss ich wissen, Reifenfarbe. 15,8 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Er ist auf Rang 10. Keine roten, okay. Gerade noch 16 Leuchtstern, geht doch besser, aber Bestzeit ist nicht mehr drin, glaube ich nicht. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den EAS-Einsatz. Wie gesagt, Strom wird heute kein Thema werden. Selbst wenn ich pro Runde mehr einsetze,
dann wird das Heck 2,6 Sekunden. An blöden Stellen blöder. Und das ist blöd. Wieder ein Stück zu weit innen. Ob ich den nochmal aus dem Fenster rausbekomme? Bin gespannt. Von der 20 von 28. So, gerade sind wir einen Hauch schneller als er. Schneller als der Sepp. Auf der Geraden ist er etwas weiter weg gewesen. Weil ich auch wieder nur 5 Sechzehntel langsamer bin als die Bestzeit. Nicht mehr 1,1 Sekunde langsamer. Wir kriegen ihn langsam, aber sicher etwas heraus aus dem Fenster. Aber echt nur mit minimalen, ganz kleinen Schritten. Aktuell sind wir auf der 3. DRS hat er auf jeden Fall noch. Zum Auto vor dir beträgt 9,1 Sekunden. Kommt ein Orange hinter dem Sepp an. Dürfte der Butler sein. Ja, ist er. Achtung, hier oben wird es wieder leicht rutschig, das merke ich gerade. Zurück ins. Keine Ahnung, wie schnell der Butler gerade ist als wir, aber ist mir egal, ich gebe alles und dann gucken wir, wo wir rauskommen. Nur 13. Hinter der eigenen Bestzeit. Deshalb ist aber immer noch im DS-Fenster. Der hält sich da echt wacker.
oben muss ich echt aufpassen. Boah, wie der Wagen schon rutscht. Kein guter Ausgang. 9/10 in der eigenen Bestzeit. Weil ich auch oben groß lupfen musste, weil der Wagen gerutscht ist. Na Mann, ey. Butler noch sehr weit hinten. Wir fahren gleich die 24. Runde an. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, nur im ersten Sektor die Zeit verloren. Ansonsten jetzt bei 9/10 geblieben. Zur eigenen Bestzeit. Rückstand. Ja, gerade so. Boah, wie der Wagen rausgetragen wird. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 10,8 Sekunden. Oh, Sepp hat gerade einen guten Rückstand. Jetzt muss der den Rückstand beibehalten. Läuft gerade sehr gut. Nein, na gut, kommt nicht so schlimm. Das DRS hat einen Fehler. Du wirst den Heckflügel nicht öffnen können. Hauptsache es zu. Bleib auf der Strecke. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 15,4 Sekunden. Nein, was mache ich denn? Jetzt ist der wieder so nah dran. Wenn der einmal vorbei ist, dann wir ohne DS wollen wir gar nicht so weit kommen lassen. Kleiner als letzte Runde der Abstand zwischen uns beiden, aber er war auch schon mal kleiner. Energie ist zum Ausgeben da. Erhöhe den ERS-Einsatz. Drei Runden und der Rest von dieser noch. Butler kommt dran, aber vielleicht zu spät. Dieser Jeff. Oh Mann, oh Mann.
Aber der Sepp hat in etwa die gleichen Probleme wie wir. Im ersten Sektor. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Jeff, 0,40 über. Was machst du denn? Komm rein, stell um, bla bla. Du bist mir eine Nase. Carlos kann so schnell fahren, wie er will, der ist zu weit hinten mit seinem zwischenzeitlichen Problem. Oder führt er etwa? Das wäre es ja. Trotzdem kann er so schnell sein, wie er will, ist mir nämlich egal. Hab eigene Probleme. Vorletzte Runde. Butler okay, kommt dran, der will wirklich noch hier mitkämpfen. 13,8 Sekunden. Jetzt so schnell fahren, wie es geht, kann sich auch aussehen, damit der Butler so spät wie möglich der S bekommt. Den Sepp aufhalten wäre eben fatal, dann kommt der Butler ran und bekommt der S, damit bekommt er uns auch eher oder schneller. Zumindest steigt die Wahrscheinlichkeit. Jetzt dürfte er noch keinen DS haben, das könnte für uns alle gut ausgehen. Oh Gott, ist der nah dran, das ist nicht gut. Jetzt stellen die ihre Modi um, weil letzten zwei Runden nochmal schnell ist der Rennrunde fahren. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Jeff, was macht das DS? Hättest du wieder Bock? Wenn es eingesetzt werden muss? Kacke, der ist viel zu nah dran. Jetzt der Butler gleich richtig dran. Oh, 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 oh. Nee, der S hätte keine Lust. Reserven haben wir. Wir müssen auf den Geraden einfach vorne bleiben. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Weg. Butler greift gleich an. Ich war gar nicht maximale Stromstufe. Jetzt aber. Butler hinter uns. Rückspiegel so arg dunkel. Im Vergleich zu Rennbeginn. Jawoll! Saisonfinale und nochmal Platz 3. Das war eine wirklich starke Saison für uns. Tolle Arbeit. Gut gemacht und Glückwunsch im Namen des gesamten Teams für eine fantastische Leistung. Dankeschön. Hat Spaß gemacht, die Saison. Also wieder ein fantastischer, auch wenn sie ihre Höhen und Tiefen hatte. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten?
Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Red Bull ist der heutige Gewinner, nachdem eine unglaubliche fahrerische Leistung gezeigt wurde. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können, und es hat sich gelohnt. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Meine Wahl wäre Lance Stroll. Er konnte ein beständig hohes Tempo halten und dabei auch die Kurven gut meistern. Nach diesem Resultat ist McLaren nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Wie alle Teams hatten sie in dieser Saison ihre Höhen und Tiefen, aber sie haben das Ziel nie aus den Augen verloren und es bis an die Spitze geschafft. McLaren ist erneut Formel-1-Weltmeister. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Einstopp-Strategie für gut befunden. Auf jeden Fall. Es gibt bloß 3 unter den ersten 14, die eine Einstopp-Strategie gefahren sind. Und alle sind in den Punkten. Und alle unter den ersten 5. Der Verstappen auf 2 Stops. 3,3 Sekunden vor Leclerc auf einem Stop unterwegs gewesen. Dann kommen wir, Serie gebrochen von Nicht-Punkt-der-Ränge, Punkt-der-Ränge, Nicht-Punkt-der-Ränge, Punkt-der-Ränge. Und der Butler auf der 4. Dann kommt der Sepp. Dann Magnussen mit guten 6 Sekunden hinter dem Sepp. Und eben auch der Sepp. Ein Stop. Gasly auf der 7. Hamilton nimmt noch 4 Punkte mit. Wir holen in diesem Rennen 11 mehr, also haben wir am Ende 15 Vorsprung. Der Lukas auf der 9, mit angeknackster Nase nehme ich an. Dann kommt der Bottas, nimmt den letzten Zähler mit, und der Nico, der Erste außerhalb der Punkte, Ricardo. Ebenso, also das Saisonende ist für Renault wieder ziemlich ernüchternd. Russell auf der 13, Stroll dahinter. Rennrunde, schnellste, 37,4, 37,2. Aber hat auch 2 Stops gefahren. Und hatte zwischenzeitlich die besseren Reifen mit einem leichteren Auto. Der Nico 37,5, der liegt hinter uns. Er hat Punkte und die schnellere Rennrunde, also hat er von der reinen Punktzahl her das Duell auf jeden Fall gewonnen. Klar, wir haben die bessere Endplatzierung. Wobei für Punkte, es gibt ja für die Endplatzierung ein Häkchen. Aber er bekommt 2 für... Nee, ja doch, für schnellste Rennrunde und eben für Rennen beendet. Sauberes Rennen. Aber wir bekommen extra Häkchen für Podestplatz. Auf jeden Fall war das sehr wichtig für das Duell gegen den Nico, dieses Ergebnis. Albon auf der 15, dann kommt Kwiat. Dann Giovinazzi, Kimi, schade, schade, für Alpha Sauber, kein Punkt mehr. Der Carlos hinten auf der 19. Der hat da fleißig Runden gedreht, aber schaut mal, der Kimi ist da auch gar nicht so weit weg. Immerhin hat er eine 36er. Gut, gibt's hier vorne auch, aber Kimi. Und Kubica ist früh ausgeschieden. Zweikampf. In der vorletzten Runde. Keiner weißen Reifen im Einsatz gewesen. Hamilton und Gasly. Kubica die Mechanik und wir die Streckenbegrenzung. Nach Runde 4 war das Rennen in Sachen Vorfälle vorbei. Und jetzt die Fahrer-WM. Wir sind noch sogar noch an Pierre Gasly vorbei. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber umso schöner. Am Ende auf der 6.
Hamilton vor Magnussen und der war deutlich hinter unserem Herrn Teamkollegen. Aber Magnussen macht auch nochmal was gut am Ende. Aber schade, schade für die Truppe aus der Schweiz, dass die keinen Zähler mehr mitgenommen haben. Toro Rosso hat in Summe 3. Ist ja ein toller 4. Platz, keine Frage, aber es wäre schon schön, wenn wir in der nächsten Saison wieder ganz vorne mitreden könnten. Aber die Auflösung gibt es vielleicht gleich, wenn das Leistungsdatenblatt sagt, oh, Chance gegeben oder, nee, abgeschlagen. Gut. Ich denke, ich habe die beste Startposition, die beste Startverfolgungsperspektive gefunden für jetzt gleich. Da ist Hamilton links, da ist der rechts sind wir und jetzt kommt eben unsere Lücke. Da, vorne reingeschnipst, nebenher und vorbei. Die Lücke muss halt auch erstmal da sein, die muss man auch erstmal so treffen. Aber zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, hat gepasst. Ja, und das ist die Aktion, als sich der Lukas die Nase abgefahren hat an uns. Sieht schon etwas unbeholfen aus seinerseits, finde ich. Man sieht es hier nochmal. Ab diesem Punkt kann man schon klar erkennen, wo es mich hinzieht, dass ich einfach meine Linie weiterfahre. Und da ist er noch locker eine halbe oder eine Dreiviertel Wagenlänge hinter uns und versucht da einfach was zu reißen, indem man sich da reinbremst oder einfach reinschießt. Und damit ging seine Nase kaputt und ich finde hier aus der Perspektive von Hamilton sieht man es nochmal deutlich. Er schnipst auf den Randstein und von da aus wieder zurück Richtung Strecke zu uns. Und das war einfach zu viel. So hat er dieses Rennen verloren. Aber gut für uns. So konnten wir womöglich erst das Podium erreichen. Wer weiß, wo der Lukas sonst gewesen wäre. Ich nehme einfach mal an, vor uns aber hätte, wäre, wenn. Egal. Ach, das war ein tolles Rennen. Es war spannend bis zur letzten Kurve-Runde. Und am Ende ging es gegen den Butler und es ging nicht so wie in Russland aus. Er hat uns nicht abgeknallt, nein, nichts dergleichen. Das hat heute der Lukas übernommen, aber das war ja für uns gar nicht so schlimm, denn ich musste auch nicht großartig korrigieren, als der Lukas uns getroffen hat. Viel schlimmer war es einfach für den Lukas selbst, weil er sich die Nase damit ruiniert und eben auch das Rennen verkackt hat. Also ein sehr versöhnlicher Saisonabschluss. Und jetzt ist dann nur noch die Frage, wie sieht's denn mit der nächsten Saison aus? Es gibt mehrere Fragen. Behalten wir unseren Teamkollegen, ist, wie ich finde, die wichtigste Frage. Wie sieht es aus im Vergleich zur Konkurrenz? Wo stehen wir überhaupt auf dem Leistungsdatenblatt? Ganz weit vorne, abgeschlagen, Mittelfeld. Da müssen wir uns jetzt gleich überraschen lassen. Also ich weiß es im Grunde schon, aber Das hier ist ja auch das Nachwurz-Ich, aber ich verrate hier natürlich noch nichts, das sehen wir gleich. Zum Abschluss der Saison nochmal vor beiden McLaren. Wie denken Sie darüber? Schnell. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Unsere Ingenieure haben mit dem Triebwerk fantastische Arbeit geleistet. Niemand anderes schien so viel Grip zu haben wie wir. Wenn es um die reine Leistung geht, kann niemand mit uns mithalten. Es ist ganz einfach, wenn sich der Wagen so gut steuern lässt. Das war ein sehr knappes Rennen mit Ihrem alten Formel-2-Rivalen. Ja, Sie der beide Butler. Stehen in starkem Wettbewerb, oder? Diese Puffnase. So schnell wie sich unsere Autos entwickeln, wird er nicht mehr lange mit mir mithalten können. Er liefert immer einen guten Kampf und ich freue mich immer, diesen zu gewinnen. Klasse, das war dann alles. Ja, klasse, kann man so sagen. McLaren zum Saisonabschluss nochmal außerhalb der Podestränge. 3 Punkte machte sogar. Beendet das Rennen straffrei wie wir und eben die Rennrunde, er kommt auf 32 Punkte, wir auf 30 und der Nico liegt 4 Punkte hinter uns. Teamziel, Vertragsziel, Rennbonus, Teamziele-Bonus, Bonus am Saisonende 2314 macht eine Summe 3322.
eine tolle Saison. Deine Leistungen waren gut und das gibt uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Und meine 10% lohnen sich auch mehr. Also genieß die Pause und nächstes Jahr weiter so. Oh ja, aber noch viel mehr. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Also was ich mir in erster Linie wünsche, dass in der nächsten Saison weiterhin unser Teamkollege der Herr Hamilton ist. Das ist auf jeden Fall ein Muss. Aufgepasst, Paris kommt zurück. Und zwar neben uns 15-10. Keine Ahnung, wie der Wagen nächste Saison sein wird, aber wir haben ja einen Puffer zwischen Vertragswert und unserem Wert. Oh, 10 und im Rennen die 17. Das ist ein starkes Stück. Ich mach's einfach wieder so mit im Qualifying auf der 15. Heißt also einfach in Q2 kommen. Und im Rennen, wer rechnet denn mit der 17? Das ist ja aua. Erster Fahrer, ja, schwer, nein. Die 3. Sicher ist sicher beim Ehrenpuffer. Außerhalb Platz 10 wäre schon doof. Q1 ausscheiden. Nee. Der Vertrag wird auf jeden Fall angenommen. Nochmal zur Kontrolle. Im Qualifying 15, Rennen 10, erster Fahrer, Mittel. Alles korrekt. Dann Level 3, Level 3, Level 3, Level 3. Okay, das Angebot sieht wirklich nicht schlecht aus. Und es scheint, als wären alle Parteien mit dem aktuellen Vertrag zufrieden. Der Vertrag wird also mit dem Rennen am nächsten Wochenende in Kraft treten. Man sieht eindeutig, dass Hamilton konstanter gefahren ist. Wir haben aber die besseren Einzelergebnisse eingefahren und am Ende waren wir nicht weit voneinander weg. 15 Punkte. Wenn ich jetzt diese ganzen guten Leistungen oder das Fahren am Limit noch etwas besser hinbekomme und dann jedes Rennen am Limit voll gut fahre, dann werden das durchweg tolle Ergebnisse. Hamilton einmal auf der 3. Sein schlechtestes Rennergebnis war, er ist nicht ausgeschieden. Weiterhin in dieser Karriere nur einmal der Teamkollege ausgeschieden. Das war der Grosjean der letzten Saison in Belgien. Ne? Hamilton auf der 13 in Frankreich. Ansonsten immer in den Punkten. Danach Platz 10, 4, 8, 5, 7 nicht in den Punkten. Italien 11, 5, 9, 7, 11, 12 nicht in den Punkten. In den USA 6, 8 Punkte. Sehr konstant. Aber hinter uns. Ein Sieg für den Bottas in Italien. Ja. Gescriptetes Qualifying und dann Glück gehabt, weil die Konkurrenten hinter ihm sich aufgehalten haben. So sage ich das mal. Ansonsten war Ferrari deutlich weg vom Podium. Nun gut. Wir müssen noch was mitnehmen. Ein Getriebe auf jeden Fall. Können wir uns alles leisten? Ich denke mal schon. Ich fange aber da an, wo es mir am wichtigsten ist. Noch 2,5 über. Ich denke mal, es wird alles passen. Energiespeicher jetzt nicht zwingend. Lieber nochmal die H. Das hier ist die K. Da machen wir auch die H voll. Ah, es wird passen. Oder? Knapp. 600. 1,1. Oh, es reicht knapp nicht. Okay. Getriebe nochmal ist jetzt nicht zwingend notwendig. Energiespeicher. Den mache ich auf jeden Fall noch. Und dann noch einmal Steuerelektronik. Und dann noch das Getriebe. Dann wie viel Abstand? 207 Punkte. Das kostet 200? Poh.
Also wir konnten... die 8 überlesen. Ist nicht so schlimm. Mehr ist nicht drin. Also alles war nicht drin. Teamkollegen-Duell gewonnen, 500 Punkte mehr. Auch dann hätte es nicht gereicht. Aber ich bin mal gespannt, wie das vor allem leistungsdatenblattmäßig aussieht. Heimgetriebe übrig lassen ist absolut in Ordnung. Steuerelektronik und Energiespeicher auch. Ich meine, wird eh früh entwickelt, denn was wollen wir in der nächsten Saison groß entwickeln? Die drei Sachen, ansonsten haben wir nichts mehr. Nein, der S wird nicht entwickelt. Da bin ich echt mal gespannt, wo die Reise hingeht. Platz 3 im schlimmsten Fall. Eigentlich müssten die mehr als genug... Moment, wir zeigen es mal woanders. Also Platz 3, Platz 8 nochmal der Vollständigkeit habe und weiterhin Platz 3. Hier. Rosa, Orange und Gelb. Die dürften eigentlich wie wir auf dem Leistungsdatenblatt keinen Sprung machen. Im Normalfall, denn die sollten locker mehr als genug Ressourcenpunkte gesammelt haben. Wobei die Gelben... Echt enttäuschend, wie die Saison bei denen zu Ende ging. Aber da sind halt andere Teams besser, schneller geworden. Hülkenberg hat am Ende nochmal ganz schön nachgelegt, aber Ricardo am Ende doch vorne. Und die Rosinen haben sowieso ein tolles Jahr hingelegt. Auch wenn es zu Beginn nicht so gut aussah. Aber das waren noch... Wobei, Platz 2, Platz 3 bis Aserbaidschan. Aber die hatten ja auch noch ein Laster von der Saison davor. Als wir gewechselt sind, die ganze Aero weg. Hauptsache Hamilton bleibt. Das ist die erste Voraussetzung für die nächste Saison. Unser Herr Teamkollege ist bisher immer bloß einmal ausgeschieden. Das war gerade Grosjean. Also im Normalfall dürften Rosa, Orange und Gelb nichts verlieren. Die konnten die ganze Saison übersparen. Zumindest bei den drei Hauptabteilungen, wie es bei der Strapazierfähigkeit aussah, das weiß ich nicht. Das wisst ihr, glaube ich, auch nicht. Aber schauen wir mal, sind wir jetzt gespannt. Weiterhin so eine Saison wie diese hier oder rutschen wir etwas nach vorne? Dass dieses Wochenende unsere Erwartungen erfüllt. Wir gehen also gute Dinge in die Pause. Nächste Saison. All das, was wir schon gesehen haben. Wir stehen auf dem Leistungsdatenblatt auf dem viertletzten Platz. KI-Fahrerstufe. Australien, letzte Saison. 84, das machen wir auch in dieser Saison. Zweitweich ist der Reifen. Jetzt wird's interessant. Bitte kein neuer Teamkollege. Bitte, bitte. Na nein. Schön, ein neues Jahr, eine neue Meisterschaft. Ich hoffe, du bist gut ausgeruht. Also mal ganz abgesehen davon, dass du ohnehin dein halbes Leben im Fitnessstudio verbringst. Legen wir los. Das ist gar nicht mehr Hamilton. Hamilton ist zu Red Bull gegangen. Ich meine, ich finde den Nico ja in Ordnung, aber wir haben Hamilton verloren. Mann. Warum? Ja gut. Nach den letzten Ergebnissen kann er da am ehesten Weltmeister werden, aber wer weiß, wie es zum Saisonwechsel jetzt aussieht. Also, keine Frage, Nico ist ja super als Teamkollege. Zumal er eben bei F1 2020 nicht mehr dabei sein wird. Insofern finde ich das schon sehr schön. Aber ich finde es schade, weil Hamilton war ein richtig starker Teamkollege. Und Mann, wie habe ich mich vor genau einer Saison gefreut, als er uns gegenüber saß. Der Carlos wechselt von den Rosanen zu Red Bull. Red Bull bekommt zwei neue Fahrer. Die hatten bisher noch gar keinen Fahrerwechsel. Gasly macht Pause, denn
Oh, wobei. Nee, da unten. Gasly wechselt zu den gelben. Also. Carlos jetzt bei Red Bull neben Hamilton. Verstappen weg von Red Bull. Ist auch interessant, wie ich finde. Hamilton wechselt dafür eben zu Red Bull. Und Gasly erstmal raus. Verstappen geht zu den Rosanen. Der Carlos kommt ja bei Red Bull unter. Gasly geht zu den Gelben. Hülkenberg raus. Nein, Hülkenberg kommt zu uns. Da ich eh schon drüber war, können wir uns das auch ganz angucken in Ruhe. Also kein Regen, wobei zu Beginn des Rennens stark bewölkt, da könnte es regnen. Kein Regen direkt vorhergesagt. Aber jetzt bin ich gespannt. Haben wir wenigstens einen Schritt nach vorne gemacht? Bitte keinen riesengroßen Abstand nach vorne, aber das wäre absolut unglaubwürdig. Auf der 2. Sieht schon mal nicht verkehrt aus. McLaren auf dem letzten Platz? Hä? Hä? Die hatten das ganze Jahr über nichts zu entwickeln bei den drei wichtigen Abteilungen. Und haben super Ergebnisse eingefahren, also massig Ressourcenpunkte eingesackt. Jetzt sind die Letzte auf dem Leistungsdatenblatt. Alpha Sauber auf der 3. Und Renault auch so weit nach hinten gerutscht. Red Bull auch wieder nach hinten gesackt. Boah, die Schweizer Truppe, die macht diese Saison Punkte. Das freut mich ja. Aber das wird vielleicht kein Kampf gegen Lucas oder den Butler werden, oder? Mit schwachem Material fahren die dafür dann richtig gut. Tja, und jetzt sieht Hamilton auch das Leistungsdatenblatt und denkt sich, oh, scheiße. Wäre ich doch mal geblieben. Was ist denn mit McLaren los? Da und da. Boah. Also da muss Kurt Masters auf jeden Fall noch dran schrauben. Generell, dass die Entwicklung viel langsamer vonstatten geht, dass man nicht schon in Saison 4 zu Beginn fertig ist mit den drei wichtigen Abteilungen. Und das auch bei der teilweise Konkurrenz so. Gucken wir nochmal ins Detail. Beim Antrieb sind wir jetzt mit Abstand auf der 1. Klingt erstmal nicht gut. Wir könnten mehr Abtrieb fahren, damit unsere bisher schwache Aero ausgeglichen wird. Die Rosanen hinter uns, dann kommt der Rosso. Dann kommen die Schweizer. Ferrari, Williams. Wie weit weg Mercedes, McLaren ist. Die waren ja schon bisher nicht super spitze. Das hat man denen hin und da und wieder und dort angemerkt. Aber jetzt sind die mit Abstand weit hinten. Mit Abstand abgeschlagen. Red Bull auch nicht gut. Renault auch nicht. Also alles, was... Wobei, Toro Rosso fällt aus der Reihe. Alles, was nicht Ferrari, Mercedes fährt, ist ganz super. Außer Toro Rosso, die sind auf Platz 3. Vielleicht haben sie aber keine gute Motorleistung. Wer weiß, wer weiß. Aero weiterhin ziemlich weit hinten, okay. Da werden wir Höchstgeschwindigkeit opfern müssen, damit wir in den Kurven nicht am Arsch sind, denn die Rosanen sind da ganz vorne. Hier sind sie noch einen guten Schritt hinter uns. Hier sind sie weit vor uns. Toro Rosso. Da ist McLaren auf der 2. Rosa, Orange, Red Bull, Gelb. Mercedes, die Schweiz, dann kommen die Roten. Wir, Williams und Toro Rosso. Und Chassis, da sind wir weiterhin auf der, oder besser gesagt, mal wieder auf der 1. Bisher waren wir ja Antrieb 3, Aero 8 und Chassis 3. Die Schweizer sind hinter uns mit einem kleineren Abstand, diesen knapp vor den Rosanen. Red Bull nicht weit weg, Williams nicht weit weg. Mercedes, ach, es war Toro Rosso, Red Bull kommt da unten. Ferrari schon deutlich weiter weg von uns und McLaren auch hier auf dem letzten Platz. Boah, da bin ich mal gespannt, ob Lucas und der Butler Punkte mitnehmen diese Saison zu Beginn. Das ist höchst interessant. Auch wenn ich es nicht gut finde, dass unser Herr Teamkollege aus Saison 4 uns verlassen hat. Weltmeister Saison 1, Hamilton. Ob der dieses Jahr wieder Weltmeister werden kann, tja. Wäre er mal geblieben, dann wäre die Frage einfacher zu beantworten gewesen. Saison 2, da waren wir mit den Rosanen Weltmeister. Dann kam zweimal der Lukas mit den Orangenen. Die durften dieses Jahr... Abschreiben werden wir sie nicht dürfen. Weil immerhin fahren da der Lukas und der Butler. Aber wird sehr schwierig für die Orangenen da was zu reißen.
Also wer schnappt sich den nächsten Titel? Wir Nummer 2, ziehen wir mit dem Lukas gleich oder bekommt die Rosanen mit einem zweiten Fahrer, mit zwei verschiedenen Fahrern in dieser Karriere einen weiteren Fahrer-WM-Titel hin? Hamilton bei Red Bull sieht gerade nicht gut aus. Was macht der Nico? Nico, nutzt er seine letzte Chance, solange er noch im Spiel ist, an unserer Seite? Das ist keine Frage, cool. Der Nico ist ein Spitzenteamkollege, habe ich gar kein Problem damit. Und wir haben eine komplett deutsche Fahrerpaarung. Aber das mit Hamilton war schon cool. Auch wenn wir in den Rennen überwiegend nicht zusammengefahren sind. Gegeneinander zusammengefahren sind. Naja, können wir nicht ändern. Ich muss mich einfach damit abfinden. Finde sie, wie gesagt, nicht Grenzkacke. Hauptsache Grosjean kommt nicht zurück. Das ist die Hauptsache. Und wie das denn hier leistungsdatenblattmäßig und in den einzelnen Abteilungen dann auf der wahren Strecke aussieht, das erfahren wir dann so langsam in der nächsten Folge und überhaupt beim nächsten Rennwochenende in Saison 5 in Australien im wunderschönen Albert Park. Ich freue mich schon sehr und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.